Hallöchen, da sind wir wieder hier bei der Deutschen Quidditch-Meisterschaft in Tornesch. Wir, das ist der Basti aus Halle und die Pauli aus Hamburg. Selbes Pairing wie heute Morgen schon mal. Ja, genau. Heute aber, also was das heißt heute, jetzt aber mit einem anderen Spiel. Und zwar haben wir auf der rechten Seite die Düsseldorf Dementors in Schwarz-Rot gegen die Portkeys aus Bremen in Grün-Schwarz. Genau. Ja, Pauli, was erwartest du von dem Spiel? Also ich meine, du kannst Bremen einschätzen. Ich kann Bremen Düsseldorf einschätzen, das stimmt. Düsseldorf kann ich leider nicht einschätzen, habe aber schon einiges darüber gehört. Und wir warten jetzt vielleicht mal das Booms ab ja. Um Headref zu sehen, wer den Quaffel für sich entscheidet. Ja. Headref in dem Spiel heute, Leander Troll. Und der Quaffel geht an Düsseldorf, Johannes Klein-Peters, und direkt mit dem schönen Pass. Und da ist das erste Tor für die Düsseldorfer. Gemacht von Monique, der Nummer 3. Ja. Düsseldorf mit ihrem Nationalspieler Johannes Klein-Peters, der Nummer 13 im Chaser-Game. Auf jeden Fall. Besonders Beachtung schenken. Ja, auf jeden Fall. Die 13 von Bremen ist auch nicht zu unterschätzen. Felix ist aber gerade draußen, und was man an seinem schicken Hut erkennen kann. Ja, jetzt zum Angriff. Wir sehen ein Midrange-Shot von Bremen und sie halten die Bludger-Control. Der war unerwartet, aber ja, ich glaube auch für die Düsseldorfer, dass sie nicht direkt damit gerechnet haben. Bremen hat auf jeden Fall sehr schnelle Leute und sie wissen auch, wie sie ein Passspiel zu tun haben. Waren, glaube ich, aber eben von diesem schnellen Angriff und diesem ebenfalls zack, ohne Bludger-Control, beide Beater beschäftigt. Und dann gescored von Düsseldorf. Damit Düsseldorf 10 Punkte vorne, 20-10. Und aber es jetzt keine rollt die Bremer Angriffsmaschinerie. Keine Bludger. Beide Beater schalten sich mit in die Offense ein. Da aber war der Pass, aber der wurde abgewehrt von der Keeperin Nummer 7, Jenny. Diese trägt den Ball nun langsam nach vorn. Bludger Control liegt immer noch in Bremen. Da werden jetzt Dennis Hirscher und sein Beater-Buddy aus ehemals, also nicht aus ehemals Jena, sondern welcher ehemals bei Jena gespielt hat, versuchen etwas zu ändern. Ein aber Beat. Oh, und der dieser Beat kam genau in dem richtigen Augenblick. Ja, der erste ging nur auf den Quaffel, der zweite konnte dann aber doch auf die Nummer 13 gesetzt werden. Und damit bleibt es beim 20-10. Aus Düsseldorfer Sicht. Ja, das Tor ist drin. Dann ist da. Dann steht es jetzt 30-10. Dann war es anscheinend eine In-Motion-Entscheidung. Ja, und Bremen holt sich die Control zurück. Mit Franzi und Simon sind sie da auch sehr gut aufgestellt als Beater. Also, ich habe das Gefühl, bei Bremen, die Beater müssen sich mehr aufs Quaffel-Game konzentrieren, weil sie durchgängig seit dem Brooms Up BS haben. Düsseldorf es aber trotzdem schafft, jedes Mal gegen eine BS zu driven. Aber jetzt muss ich sagen, ist Felix drauf und er sieht, dass keine keine Beater. Da dodge den ersten Tackle, nimmt den zweiten Tackle mit, aber der ist nicht drin. Und aber den und nimmt er einfach. Jetzt hat er ihn. Da wie ist gesagt, er drin. Die Nummer 13 aus Bremen. Auch nicht zu unterschätzen. Jeden Drive, den er machen kann, nimmt er mit. Aber vielleicht. Und dieser von Erfolg gekrönt. Bremen ist wieder dran. 20, also was heißt wieder dran? Bremen scored. Immer noch dran. Immer noch dran. Bremen scored, damit die Punktedifferenz nur noch 10 Punkte zwischen diesen beiden Teams. Aber wir sind ja auch noch nicht so lange dabei. Ja. Ich weiß nicht, warum das Bremen scored. Ich glaube, wegen einer Sonnenbrille. Ja, das ist natürlich beim Equipment, dass man da auch die Spieler vor sich selbst schützt. Also das und ist wirklich da wurde nochmal No Call was gezeigt und erklärt. Aber es gibt keine Konsequenzen. Und hier vorne und damit sehen wir noch weiter. Bremen immer noch in Control. Ja, und verteidigen und macht diese das auch. Das auch wirklich schlau. Also die Control verteidigen sie zwar sehr gut, aber dann fehlt der Fokus aufs Quaffel-Game. Aber jetzt die Bremer Bieterin versucht hier mal. Genau, Franzi Nummer 21 mit Erfahrung aus Norwegen. Dort schon viel gespielt. Und boah, Missbeat von der 33. Und oh, der fällt noch rein. Drinne. Ganz knapp, aber
doch getroffen und somit haben wir einen Score von 40-20 und das nächste Broomstown. Ja. Mal sehen, was jetzt so passiert. Ja, anscheinend gab es Unstimmigkeiten mit dem Scoreboard, aber jetzt kann weitergespielt werden. Control weiterhin, ich glaube, bis jetzt auch durchgängig in Bremer Händen. Ja, fast, glaube ich. Also einmal meine ich, dass das nicht so war, aber... Düsseldorf scheint diese auch nicht zu brauchen. Also, sie machen das wirklich sehr, sehr schlau im Angriff, dass ihre Bieter, die gegnerischen Bieter, so sehr beschäftigen, dass selbst wenn die Platscher Control nicht nach Düsseldorf wandert, das Chaser-Game trotzdem... schalten und walten kann, wie es möchte. Aber jetzt, hier Nummer 13. Kam das Passspiel und es wurde ein Pick gestellt und das sieht aus wie ein Injury für Felix, was Bremen jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann, glaube ich. Das wäre natürlich bitter. Also es wird auf jeden Fall ein Injury-Sub geben, weil... Das auf jeden Fall, aber wenn Felix raus ist, hat Bremen einen starken Keeper weniger. Was... ich ihn nicht wünschen möchte. Das tut natürlich jeder Mannschaft weh, wenn eine tragende Stütze des Spiels dann wegbricht. Man kann nur hoffen, dass es... Es steht aber schon wieder, die Sunnies sind auch dabei. Sie, also von hier sieht es gut aus. Aber er lächelt schon wieder, das passt schon irgendwie. Er muss jetzt raus haben und geht einmal mit den Sunnies ins Zelt mit und guckt einmal nach. Es wird auch... Ne, er geht einfach vom Pitch runter... bewegt sich schon wieder nach Felix Hart. Und für ihn reingesubbt ist die Nummer 4. Relativ neuer aber Spieler, beziehungsweise einer, der mir nicht namentlich bekannt ist gerade. Und Pass abgefangen. Ja. Den Namen kann ich dir geben, das ist der Tarik. Schön. Und jetzt hat Düsseldorf den Ball Düsseldorf wieder wird hier. Wird aber wieder über die Midlane gepresst. Ja, und da hinten und sehen wir Trolle laufen, die auch frei sind, aber nicht Blatscher angespielt. Control und Bremen hat den Ball und besagter Tarik nutzt seine Chance und auf den Erfolg. Da und wir sind verkürzt wieder Bremen wieder. 30-40 und wir haben erst 5 Minuten gespielt. Also es durchaus ist spannend. Knappes Spiel, ja. Und Blatscher Control weiterhin in grünen Händen. Also Simon ist da auch echt unantastbar, sag ich mal. Da der lässt sich das nicht gefallen. Düsseldorfer Bieter wirklich langsam was einfallen lassen. Und spätestens bei Snitch und Pitch könnte das zum Problem werden. Und jetzt aber die Control. Und er holt sich den. Aber da schläft die Düsseldorfer Bieterin. Und wirft auch noch daneben. Das heißt, theoretisch gerade keine jetzt Bieter, eine gute aber auch Pressing-Situation, kein Quaffel. Aber Johannes Klein-Peters macht das stark, leitet den Ball direkt weiter. Und dadurch kann sein Buddy mit der Nummer 47 scoren. Damit steht es jetzt wieder 50-30, 2 Tore Abstand für Düsseldorf. Ja. Und? Und jetzt langsamer Quaffelvortrag von Bremen. Sie haben, glaube ich, gerade keine Control mehr. Wenn doch. Ich das, doch, sie haben, ja ich habe Simon gerade nicht gesehen. Die Nummer 32. Ist ziemlich er lässt sich auch seinen Ball nicht geben und hat gerade einen kleinen Cherrypick gesetzt. Ist und nochmal einen Cherrypick. Und der war nicht leider drin. Nicht der drin. Trifft er nur den Hub und an der Außenkante. Ein bisschen. Das wäre natürlich... Oh, jetzt aber da passt ihr Beater-Buddy, der Felix mit der Nummer 32 von Bremen, gut auf. Nee, das ist nicht Felix. Nee, ist nicht Felix. Das ist Simon. Das ist Simon, Entschuldigung. Felix ist die 13. Aber ach ja, stimmt, das war der Keeper. Genau. Da passt Simon mit der Nummer 32 und gut da auf. Und klatscht es auch schon wieder von Simon, glaube ich. Und Simon geht raus für Franzi. Das heißt, wir haben ein Female Beater Lineup. Und so. Wieder einmal langsamer Kurvelvortrag von Bremen. Tatsächlich ziemlich witzig. Das erste Spiel, was wir zusammen kommentiert haben, da hat die Blatscher Control gefühlt sie kündlich gewechselt. Und dieses und Mal ist sie... Nur bei Bremen. Also gefühlt durchgängig. Und... Und das war ein Longshot. Schon wieder Tarik, der im sich... Tackle. Das war stark. Ich glaube, das war eher ein verunglückter Pass, als dass der Longshot gewollt war.
Aber wenn er gewollt war, dann ziehe ich meinen imaginären Hut. Das war wirklich feinste Wurfarbeit. Bremen hat die Kontrolle verloren. Oder aber auch nicht. Aber da ist aber schon das Ausgleichstor, beziehungsweise das. Jetzt haben sie Kontrolle verloren. Jetzt haben sie die Kontrolle jetzt verloren. Jetzt ist die Kontrolle gewechselt. Das in Düsseldorfer Händen. Und kaum wechselt die Kontrolle, geht Simon wieder auf den Pitch und räumt gleich, hoffentlich, oder ich würde mich freuen, dies zu sehen, Simon in Action. Und der Rest von Bremen trägt den Quaffel langsam über die Mittellinie, nimmt langsam auch Fahrt auf. Jetzt kommen die Chaser Trolf von Düsseldorf. Nicht mehr frei, direkt hinter Hub, aber Missbeat da von Bremen. Und der Quaffel ist in den Händen der Keeperin Nummer 12. Bremen rennt in die Defense und konnte sich die Kontrolle nicht zurückerobern. Damit jetzt Düsseldorf im Quaffel-Vertrag mit Control. Das ist auch was Neues für den Angriff. Und sie gehen auf den Napalm. Auf der Hoopline, aber sehr schöner Beat. Hat er keine Chance, den Ball ruhig anzunehmen. Und da wird der Quaffel wieder in Bremer Händen. Und eine Blatscher-Control von Düsseldorf. Und der dritte Blatscher liegt direkt bei den Düsseldorfer Ringern. Und Franzi kriegt ihn zu Simon. Wir spielen jetzt Fußball und Simon macht Sneaky Beats von hinten. Aber der Quaffel hat dabei der war gewechselt. Leider aus Bremer Sicht leider eine Sekunde zu spät und damit kam Düsseldorf scoren und ist jetzt an der Swimrange-Kante. Sie bedeutet, haben auch einen wunderschönen Pass da gesetzt, muss ich sagen. Auf jeden Fall von das Passspiel vor von den Düsseldorf. Hoops. Die Aufstellung vor den Hoops ist sehr schön. Ich glaube, sie sehen sich auch gegenseitig alle miteinander. Das ist ein Vorteil in diesem Spiel, wenn man weiß, wo seine Anspielstationen sind. Und das Passspiel von Düsseldorf, es ist wirklich, selbst wenn die Beats aus Bremer Sicht kommen, wird trotzdem der Ball eine Sekunde vorher noch abgespielt und dann und wird direkt der nächste Chaser. Hier haben wir direkt vor unserer Nase quasi eine Boundary Situation gesehen. Und Simon, der sich jetzt doch die Klatscher-Control zurückgeholt hat für Bremen. Und damit jetzt das erste Mal ein Team außerhalb der Swimrange. Bedeutet, selbst wenn Bremen zum jetzigen Zeitpunkt den Schnatz fangen würde, würden sie damit das Spiel nicht mehr drehen können, beziehungsweise nicht mehr in die Overtime kommen. Aber Klatscher-Control jetzt auf Bremer Seite. Und ich glaube, das hilft ihnen im Angriff um Längen weiter. Aber der Quaffel-Vortrag sehr langsam, da ist kein Tempo. Ich glaube, es wäre besser, den Ball ein bisschen laufen zu lassen. Dadurch können sich die Chaser der Bremen-Stil. Normalerweise passen sie sehr viel, aber man merkt doch, dass Felix Düsseldorf nicht unterstützen kann. Düsseldorf steht aber auch wirklich sehr gut, die Chaser abgedeckt, beziehungsweise durch die Beater gecovert. Sehr kräftige, tackle-starke Leute. Der Tackle gedodged. Schöner Pass vor die Hoops, aber an Freund und Feind. Doch, in von Bremen, Hand. Aber jetzt immer noch Bremer Hand. Oh, sie haben es doch geschafft. Was für ein Tor. Das war ein Tor des Willens von der sie Nummer 24. Sie haben es sich erkämpft. 24. Die Subbox freut sich. Von Verena. Verena, das war ein sehr, sehr schönes Tor. Auf jeden Fall. Sie haben da nicht aufgegeben. Sie haben den Ehrgeiz, sich da vorne durchzuprügeln. Auch wenn es vielleicht nicht so geklappt hat wie gewünscht, es hat geklappt. Und jetzt sehen wir bei den Bremern, dass sie versuchen, die Düsseldorfer ihr Passspiel aufziehen zu lassen, dann nur die Hoops verteidigen. Bedeutet, sie spielen eine Hoop-Defense, die drei Chaser decken die Hoops ab und versuchen dadurch direkte Würfe oder Drives auf die Hoops zu verhindern. Die Klatsche. Aber das weiß Düsseldorf zu umspielen. Wunderschön, diese direkte Annahme und Verwertung im Sprung. Ich muss auch sagen, die Kontrolle hat wieder gewechselt. Das heißt, Simon hat nur noch einen Bludger in der Hand. Der Rest ist bei Düsseldorf. Und es gibt ein Timeout. Requested by Bremen. Ja, Pauli, Bremer Timeout. Wenn du jetzt Bremer Head Coach wärst, was würdest du deinen Leuten sagen? Auf jeden Fall vorne mehr aufziehen, damit dann auch die Tore reingehen. Die Chaser-Beater-Abstimmung braucht da, glaube ich, nochmal so ein Mühe. So, wir gehen jetzt, das Go fehlt. Sie haben fast nur Control. Sie müssten eigentlich einfach nur den anderen Beater rausnehmen. Und dann würde das, glaube ich, ein bisschen anders aussehen auf dem Scoreboard. Auf jeden Fall. Und natürlich den
Defense-Quaffelfokus, der muss nochmal so ein bisschen... Vielleicht, also ich habe das Gefühl, Bremen wirft relativ schnell in der Defense ihren Blatscher. Vielleicht wäre es da mal eine Möglichkeit, den ersten Wurf nur anzutäuschen, um den Pass zu provozieren und dann den Passempfänger zu bieten, was schon zwei, dreimal gut funktioniert hat. Ja. Aber in den meisten Fällen kam der Beat immer einen winzigen Augenblick zu spät und dadurch konnte dann Düsseldorf scoren. Mal sehen, ob sich jetzt etwas ändert. Ich finde sowas immer sehr interessant, weil manchmal sieht man dann doch auf einmal den Aha-Effekt, der dann funktioniert hat. Und damit endet das Timeout. Und Spiel es geht weiter. Genau. Der Keeper trägt den Quaffel aus seiner Hälfte oder seiner Zone und auch gleich bestimmt über die Mittellinie. Aber da fehlt es immer noch ein bisschen an Geschwindigkeit. Immerhin die jetzt Subbox mal ein ist aber auch nicht sonderlich so groß, also nicht sonderlich groß auf Bremer Seite. Und heute ist es auch sehr viel wärmer und sonniger als gestern. Das aber sieht natürlich... Oder ist eine Chance für Verena nochmal? Aber schade, gut gedacht. Klassischer aber Fall da von ist, gut gedacht, schlecht gemacht. Da ist Simon dabei. Wird aber nicht... jetzt war der Beat mal im richtigen Augenblick. Und ich glaube, er hat einfach nur den... Nee, er hat auch die Hand getroffen. Er wurde noch versucht zu werfen und ein Tor zu erzielen von der Nummer 25. Aber Simon hat da gut intercepted. Und jetzt kommt wieder Mr. Midrange Shot Tarik hier aufs Feld. Das wäre, glaube ich, auch... Wäre auch ein... Also gerade jetzt, wenn wir das mal so uns auf die Düsseldorfer... Chaser konzentrieren, außer der 25 sind die doch recht, etwas kleiner als der mittlere Hoop. Das wäre vielleicht ein probates Mittel, da und mal auf den Midrange-Shot zu gehen, aber... Die 13 aus Düsseldorf ist auch gerade in der Subbox. Ja. Das ist quasi die Chance für Bremen, weil ich ihn als und den Spieler gesehen habe. Ja, ganz Bremen klar. Stört da, also Bremen hat auch die Kontrolle wieder. Aber der wird deflected. Und den zweiten. Aber verliert ihn. Und den dritten. Und da bietet er den Besen des eigenen Mitspielers. Und aber da jetzt. Da ist wieder. Aufgeräumt. Tarik. Ja. Hast du gesagt, hast auf jeden Fall. Also, natürlich ist Quidditch ein Mannschaftssport, aber ich finde, man merkt auch von der Mentalität bei Düsseldorf ganz klar, ob Wendlein Peters beim Turnier dabei ist oder auch nicht. So wie es bei anderen Teams ist mit tragenden Spielern. Aber natürlich ist es wichtig, auch alle anderen Spieler im Kader nicht zu vernachlässigen oder Teams nur auf einzelne Spieler zu reduzieren. Nein, das würde ich auf keinen Fall machen. Aber man merkt, dass auch die 25 hier sehr heraussticht. Zumindest im Angriff und in der Geschwindigkeit. Genauso wie bei Bremen natürlich eigentlich, 32. Ja, die 32 als Bieter und natürlich Felix, den wir leider jetzt nicht so viel sehen konnten und der auch immer noch nicht zurück ist. Aber... Und die Subbox von Bremen ist nicht so groß. Das sind sie zwar gewohnt, dass sie nicht groß ist, aber... Oh doch, Felix ist zurück. Mit ich weiß nicht, ob es ein Headband ist. Felix schreit schon wieder. Ja, Felix scheint es halbwegs gut zu gehen. Ob er nochmal spielen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, um dem Rest seines Teams... Das sah gut aus, aber... Schade. Jetzt ist es durch. Ich wollte gerade sagen, mit einer Blatscher Control eine Hoop-Defense zu spielen, ist eigentlich meist eine sehr sichere Verteidigung, aber diese direkten Pässe von Düsseldorf beziehungsweise das Verarbeiten im Sprung, das ist erste Sahne. Es sieht so aus, als ob Felix jetzt wieder auf dem Spielfeld ist und Tarik ein bisschen entlasten kann, der gerade auch viel gerannt ist. Und mit so einem kleinen Kader ist ein ganzes Turnier doch immer sehr anstrengend. Auch wenn sie es irgendwie gewohnt sind. Also sie waren beim Ligafinale zu neunt. Huiuiui. Also da sind zwar auch weniger Teams, aber gerade beim Ligafinale sind dann die eher hochklassigeren Teams. Deswegen mit neun Leuten. Bremen ist auch nicht zu unterschätzen. Aber meistens dann doch hapert es, glaube ich, an der Sub-Situation. Jetzt... Gelbe Karte gegen die Düsseldorfer Keeperin, Nummer 7. Und Contact from behind ist der Call von Leander Troll. Und Felix arrangiert schon seine Leute. Man merkt doch, dass er zumindest lange Zeit Captain des Teams war. War?
Ja, er also ist nicht mehr Captain. Ah, okay. Seit kurzem quasi. Ja. Insofern, es und gibt keine Bieter und da ist er am Start. Erste Aktion nach der Verletzungsunterbrechung von ihm und sofort der Score. Genau. Wie gesagt, eine Person, die nicht zu unterschätzen ist. Auch fehlen ihnen einfach einige Leute, die leider nicht mit auf das Turnier fahren konnten, die ihnen auch die Sub-Situation, aber auch On-Pitch stark helfen hätten können. Das ist natürlich so immer ärgerlich. Aber jetzt sehen wir wieder, Düsseldorf reagiert darauf. 13 versus 13 als Keeper-Lineup. Und da ist der Beat. Aber der war Beat before. Da. Und wir sehen, der Schnatzläuferin macht sich bereit. Ich glaube, es ist die Non-Playing-Schnatzläuferin aus Dresden. Das. Da können wir auf jeden Fall einiges erwarten. Ich meine, Quidditch Deutschland, wer kennt nicht Vincent aus Dresden? Ja. Und wenn man Vincent als Lehrmeister hat, kann man davon ausgehen, dass was Gutes bei rumkommt, würde ich behaupten. Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe sie auch schon ein paar Mal gesehen. Ich bin gespannt, wer gleich auch als Sucher aufs Feld geht. Auf jeden Fall. Also bei Düsseldorf habe ich zuletzt immer Johannes Lein-Peters suchen sehen, den wir jetzt aber hier zurzeit als Keeper sehen. Ja, ebenfalls. Vielleicht auch deswegen, weil Düsseldorf noch außer Range ist. Das stimmt natürlich und sie sich damit Zeit lassen können. Oh, und da interceptet er super den Pass. Aber da ist ein geladener Beater namens Simon Simon aber macht Beats. Den Beat. Also Simon rettet seine Abwehr wirklich mit seinen Beats den Hintern, möchte man fast sagen. Und da hat Felix getroffen. Und er war zwar auch Beat, er wurde getroffen, aber hat auch getroffen. Und jetzt ist die Frage, ist das Tor gut oder nicht? Weil mit diesem Tor sind sie wieder in Range. Ja. Und ich frage mich auch, ob sie Simon runternehmen, um ihn als super guten Sucher raufzustellen. Oder ob er im Beater-Game doch zu wichtig ist. Ja, das ist natürlich die Frage. Also man sieht schon, dass er das Goal ist nicht gut, damit Bremen weiterhin außerhalb der Range. Also wir hören auch gerade, der Bremer Keeper hat es selbst angemerkt, dass das Tor nicht gut war. Ja, Felix ist ehrlich. Felix ist auch sehr energetisch, aber ehrlich. Das ist eine sehr, sehr angenehme Mischung, auch als Gegenspieler. Ja, Bremen ist ein sehr faires Team, muss man sagen. Schön versuchte Deception, aber da ist aber Felix, Düsseldorf, der sich da ran... Also auch wenn sie nur einen kurzen Kontakt am Ball haben. Und bei Düsseldorf zieht das sie über die Mittellinie, das sehr erste schön. Reset, und zieht sie auch runter. Aber da ist der Beat. Ich muss sagen, das erste Reset war schon mal da, wenn sie es jetzt nochmal forcen. Und aber das wird aus einer Hoop-Defense heraus ziemlich schwierig, sie jetzt nochmal über die Mittellinie zu bringen. Natürlich, klar. Aber ich bin begeistert von dem Ballhandling von Düsseldorf. Auch wenn sie nur einen kurzen Kontakt haben, der kommt fast immer zum Mitspieler, zur Mitspielerin. Ja, die Pässe, okay, das war jetzt kein Beispiel. Aber solche Pässe wie diese hier. Ist wunderschön, sitzen. Die Mitspielerin gesehen. Und da sind aber auch einige Leute wieder Beat und der Ball jetzt ist wieder in Bremer Händen, aber in der Mitte steht auch eine Beaterin. Jetzt sehen wir Johannes Klein-Peters als Sucher, hat er sich kurz runtergesappt, um jetzt... Und da kommt ein Pass von Bremen Lange, der noch läuft, Zitat Felix. Ja. Und mal gucken, wie sie sich da jetzt rauswinden und noch ein Tor machen, um dann Overtime. Ah, der war zu tief angesetzt. Der eine ist hier quasi in unserem Equipment. So, ja, wen sehen wir denn aber auf der Bremer Seite beim Suchen? Die Nummer 45, den Christian. Der ich glaube, das war der Keeper-Sub vorhin genau, von Tarek. Genau, der Tarek als Keeper da zu behalten ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Ja. Wenn also Felix dann doch wieder runter Johannes muss. Klein-Peters kennt auf jeden Fall die Schnatzläuferin. Ich habe vorhin schon ein Spiel gesehen von Düsseldorf, wo sie Schnatzläuferin war. Heißt natürlich auch, die Schnatzläuferin kennt jetzt Johannes Klein-Peters. Ist die Frage, für wen das der größere Vorteil ist. Ich gehe auch davon aus, dass Bremen das Ding defenden wird. Da war ein Lucky Shot. Und Johannes Klein-Peters hält sie sich in Bewegung. Oh, das ist ein... Oh, und er weicht dem Beat aus, aber der Bremer ist Beat und er ist fast dran. Sie hat gemerkt, dass wenn man gegen Johannes Klein-Peters zum Stillstand kommt, dass er da doch eine zu große Reichweite hat. Und jetzt ist er aber Beat und Bremen defendet. Ja, Bremer, wie du gesagt hast, haben Zeit, um zu defenden. Der Score wackelt ein bisschen. Und jetzt da kommt, sind aber ich, sie wieder. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ihnen fehlt noch eins, oder nicht? Das müsste jetzt das 80 zu 110 sein.
Also wenn der Score bei uns stimmt. Bei uns stimmt. Ja gut. Und aber da hat auch Johannes wieder eine Chance. Wir hören aus der Düsseldorfer Subbox, dass der Seeker verteidigt werden soll. Und da hat er. Das ist einfach ganz große Klasse. Täuscht da mit der linken Hand an und greift mit dem rechten Arm dann im Fallen noch rum. Da macht man als Schnatz nicht viel. Nee. Das, der sah wenn auch der, gut er aus. Sah sehr clean aus. Aber ich muss sagen, das Spiel war doch relativ auf einer Augenhöhe. Ja. Man merkte, dass Bremen den Bieter-Vorteil hat. Einfach durch Simon und Franzi, die einfach auch super zusammenspielen miteinander. Und Düsseldorf den Chaser-Game-Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Die Pässe und die vorne Aufstellung. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen Drive-stärker einfach sind als Bremen. Ja. Weil und Bremen ihren Hauptdriver, sag ich mal, Felix, dann doch die der Hälfte Catch des good. Spiels nicht dabei hatte. Ja. Damit entstammt 140-70 aus Sicht der Düsseldorfer. Ja. Und riesige Freude, aber verständlicherweise. Bremen aber auch Bremen freut sich. Freut auch. Sich. Aber sie Bremen freut sich auch immer. Ja, sie haben sie Bäume gepflanzt. Sie können auch wirklich stolz auf sich sein. Das war ein sehr, sehr starkes Spiel. Ja. Leider sehen wir gerade nicht, wie Bremen auch vor sich hin tanzt und Bäume pflanzen Bäume möchte. Ich glaube, alle Teams haben diese Idee des Bäumepflanzens mittlerweile übernommen, was ich sehr, sehr schön finde natürlich. Auf jeden Fall. Das war's mit dem Spiel. Das nächste Spiel startet dann um 15.25 Uhr. Und das ist die Hamburg Wolfgang gegen Berlin Bludgers. Also, ja. Mal gucken, was dort passiert. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und damit verabschieden wir uns und sagen tschö, bis zum nächsten Mal.